Aber fuck nochmal. Was ist das? Einfach nur Diamant, okay, gut. Ja, würde ich machen, mache ich auch und ich habe jetzt was zu trinken geholt. Moment, ich suffe mal. Sind die Bäume gerade alle gewachsen? Ich suffe mal einen Schluck. Sehr schön. Läuft das schon viel besser. Und dann würde ich sagen. Achso, brauche ich Holz. Bevor ich hier anfange, eine Mühle zu bauen. Dazu gehe ich aber mal ein Stück weg, weil ich möchte nicht unbedingt den Wald hier herum zerstören. Sieht echt ganz cool hier aus. Deswegen gehe ich mal ein Stück hier in die Richtung und hole mir ein bisschen Holz. So, Moment. Lali. Ne, da wurde sich halt gewünscht, dass ich darum ein Lagerhaus baue, aber ein Lagerhaus haben wir ja schon hier in der Gegend. Und da das nicht unsere Hauptgegend ist, brauchen wir ja nicht unbedingt so ein riesiges Lagerhaus. Also würde ich sagen, fällt das flach? Ich überlege gerade, während ich das jetzt alles labere, überlege ich gerade, was man da eventuell machen könnte. Im Moment bin ich jetzt gerade bei so ein paar Feldern, allerdings haben wir ja auch schon ein paar Felder und das ist jetzt so. Deswegen, wow, ich Felder brauche ich unbedingt. Was könnte man denn da bauen? Mit Felder bauen, man könnte aber einfach nur eine Hütte bauen. Man könnte natürlich auch ein Strohlager bauen. Was dann sicher natürlich ein bisschen sinnlos ist, weil eine Mühle ist ja eigentlich nicht dazu da, um Stroh zu lagern, sondern um Weizen und Brot zu lagern. Aber so viel Weizen und Brot werden wir wahrscheinlich nie zusammenbekommen, dass wir das lagern könnten. So. Zumindest nicht in nächster Zeit. Später, wenn wir in unsere in den alten Gebieten, werden wir ja dann später nochmal auf elektronische Felder übergreifen. Das hatte ich ja dann irgendwann auch mal vor. Also das dauert dann bestimmt noch ein Stück, aber. Naja, da will ich auf jeden Fall noch was machen und da werden wir sicher auch mal ordentlich was bekommen. Gerade damit wir mal ein bisschen mit Redstone bauen, da bin ich ja immer so ein bisschen. Bei Häusern möchte ich es immer ungern anwenden. Das ist das Problem an der Sache, weil bei Häusern ist Redstone meistens immer so übertrieben. So, warte mal, wo komme ich jetzt her? Hier? Ne, ich komme von hier. Ich komme von hier. Ah, da ist da hinten sehr die Brücke. Und. Uah, natürlich habe ich das nicht geschafft. Oh. Was? Das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, dann haben wir ein bisschen Holz gesammelt. Wir haben einen 56. Reicht sicher für den Grundriss erstmal. So, jetzt werdet ihr wahrscheinlich den größten Fail der Menschheitsgeschichte erleben, aber so, ich probiere es einfach mal. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Das soll jetzt erstmal der Rundgang. Ich weiß nicht, ob das jetzt übertrieben groß ist, aber ich glaube, es sollte. Von der Größe her passt das eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. Nehmen wir das so und mache schon mal die Hälfte jetzt zu Holz. Oh, Quatsch, nee, Moment. Weg mit dir und genau da, wo das jetzt nämlich hinkam, sollte eigentlich das hinkommen. 1, 2, 4. Ich glaube, da haben wir sogar 2 Holz zu wenig jetzt. Nein, wir haben 2 Holz zu wenig. Abgesehen davon, dass wir für die ganze Mühle wahrscheinlich übelst wenig Holz haben, aber wir haben erstmal 2 Holz zu wenig. Nein! Ich muss mir eine Axt machen. Ah, cool, ich habe genau 3 Silber mit. Eisen, Silbereisen. Das Silbereisen, das Bekannte. So, weg mit dir. Und ich habe natürlich auch kein Schaf dabei, das heißt, ich muss wahrscheinlich gleich mal rüber rennen. Warte, ja, komm, ich renne mal rüber. Wow, wow, wow. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft mit Navigast. Wir heißen Sie hier wieder einmal herzlich willkommen und hoffen, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Bitte lehnen Sie sich zurück, schalten Sie auf Vollbild, auf HD und genießen Sie die örtliche Unterhaltung. Ich finde diese Musik irgendwie übelst chillig. Baum,
Weil singe ich voll schief dazu mit, aber okay, gut. La 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 la. So, Kies brauchen wir auf jeden Fall und beim Monster Fraster Stone können wir eventuell immer mitnehmen. Muss mal schnieke schnieken, ob das auch passt und dann gucken wir mal. So, jetzt hier mal wieder rüber. Bisschen Holz haben wir wieder mitgenommen. Sieht an sich von der Größe ganz akzeptabel eigentlich aus, muss ich sagen. Das muss ich mir ehrlich zugestehen. Ja, ja, da habe ich mal was richtig gemacht. Mhm. Aber das hier fliegt. Das fliegt alles. Und da wispert uns die Welt eins. Und zwar die Wispert-Welt. Das hatte ich ja jetzt... Da bin ich ja ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf. Da hatte ich, die letzten 20 Folgen habe ich alle an einem Stück dann noch aufgenommen. Da habe ich... Ich mache es bei Whisper World immer so, ich tue eine Folge aufnehmen, dann tue ich, Ah, das ist kein Monsterpflasterstein. Oh. Ja, bei Whisper World mache ich das immer so, ich habe Tor aufnehmen, dann tue ich, das Rendern, dann tue ich die nächste aufnehmen, immer so weiter. Und dann ist inzwischen sogar 2-3 Aufnahmen abgeschmiert und da habe ich wirklich von 14 Uhr bis nachts um 1 aufgenommen, um die Aufnahmen mitzubekommen. Und das war, da habe ich mich schon ein bisschen gefreut über mich selbst. Aber dazu über mich und meine tollen Taten demnächst mehr. Was? Das ist Pflaster. Okay, wir reißen nochmal alles ab. Ich habe nur den Stein vertauscht, tut mir leid. So, weg damit. So, Stein hin. Na komm hin. Schade, dass mein Bow weg ist. Mein Bow. Sag mal zu der richtigen Bow. Das ist ja sowieso. An sich, wenn man überlegt, wie viele Wörter wir eigentlich auf Englisch sagen mittlerweile, das ist übelst krass. Ich hatte da, habt ihr so einen Arbeitskollegen, der mag das ja überhaupt nicht, wenn man so, das alles so in Englisch ausspricht und auch Quest und sowas. Das kann er gar nicht leiden. Und wenn man es richtig nimmt, ist es eigentlich schon ein bisschen krass, was wir alles schon im Englischen sagen. Und wofür manche Menschen nicht mehr die Bedeutung im Deutschen kennen. Zum Beispiel, jetzt Quest nicht unbedingt. Was war denn das? Da habe ich. Hatte ich mich mit jemandem unterhalten? Das war irgendein Wort. Wo ich mir sicher war, dass da nicht mehr alle die Bedeutung von kennen. Ich weiß es gar nicht mehr jetzt. Irgendwann war das. Ich glaube, es ist bei einigen Wörtern so, dass viele Menschen einfach die Wörter über viele Wörter nicht kennen. Ich nehme mich jetzt nicht aus. Das ist bestimmt. Also ich kenne da definitiv auch einige Wörter nicht mehr, was sie zu bedeuten haben. Wohl, keine Ahnung. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was gibt's denn so? Ein Browser zum Beispiel. Wie würde ich einen Browser erklären? Ist ein... Ich muss sagen, ist eine... Plattform, mit der man ins Internet gehen kann. Über die man das Internet erreichen kann. So ungefähr würde ich das beschreiben, eine Plattform. Ja, so klingt ja ein bisschen doof. Ich meine, du gehst ja jetzt nicht irgendwo hin und sagst, ja, ich habe mir gestern eine neue Plattform, mit der ich das Internet erreichen kann, runtergeladen. Was? Das ist, kommst ja also an, yesterday habe ich mir voll geil, chillig, gesmooth einen Browser runtergeladen, gedownloadet. Das ist dann der Ghetto-Slang, na gut, im Ghetto kommt dann wahrscheinlich so, ey Alter und sowas dazu, aber an sich wäre das schon ganz richtig authentisch, ey. Ja, ich bin mir da ziemlich sicher. So, machen wir das mal so und dann machen wir... Da hier und da hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann kann ich da, keine Ahnung, was ich da hinbaue. Das ist erstmal das Grundgerüst der Mühle. Obwohl ich glaube, es ist vielleicht sogar cooler, wenn ich hier unten alles aus Baumstamm mache. Damit das Grundgerüst, also dieser Grund, der...
Das Grundgerüst, also der Grund, ja doch, ist wieder mal so eine Aussage, wir können mal... Hab ich das eins zu hoch gebaut? Ja, hab ich. Hatte ich doch gar nicht vor. Hier wollte ich das ja so bauen. Erstmal hier, Mensch, schau. Und gut, dass wir keine Einer-Dinger hier hätten, sonst wäre das sehr anstrengend, das hier so zu bauen. So, das da. Dann kommen wir das hier noch. Boah, die Axt geben wir auf den Baum. Ist die Axt die ganze Zeit so weit weg? So, da. Soda. Soda-Axt. Die neue Marke, Soda-Axt. Benimmst dich wieder mal wie die Axt im Wald, oder? Du weißt gar nicht, wie sie Axt im Wald benimmt. Ja, das ist ein gutes Argument. Ich habe noch nie eine Axt im Wald gesehen. Zumindest nicht alleine. Und wie die sich benimmt, weiß ich auch nicht. Woher kommt der Spruch also? Sehr seltsam. Alles sehr mysteriös. Da scheint auch jemand einen Fetisch gehabt zu haben. Für Äxte im Wald, die sich benehmen. Oh mein Gott. So, Mensch, da. Reicht das wieder nicht? Das reicht wieder nicht. Nein! Das Holz reicht schon wieder nicht. Ich muss noch einmal los und Holz holen. Da, 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 da. Dann nehme ich mir gleich mal ein paar von den Sneakies hier mit. Also alle. Ich nehme nur ein paar. Ich möchte wirklich die Umwelt nicht belasten. Baum weg. So, machen wir hier nochmal einen Baum weg. Hier gibt es schön hohe Bäume. So, in dem Fall wäre, glaube ich, eine Diamantaxt ganz cool. Haben wir die jetzt mit verloren eigentlich, oder? Ich weiß nicht. Wie viel Holz will ich? Wir brauchen noch mindestens jetzt auf 264er Stapel, um die Mühle fertig zu kriegen. Na, dann fange ich mal an mit Krabbeln hier. Ja, also das mit den Fremdwörtern ist halt so eine einerseits denke ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es könnte eventuell darauf hinauslaufen, dass irgendwann mal alle dieselbe Sprache sprechen, dass das so ein Mischmasch ist, mit großen Teilen Englisch dann darin. Der Vendetta ist gerade online. Ja, das ist natürlich ein großes Kino, weil ich ihm gesagt habe, er soll mich doch bitte anschreiben, wenn er online ist. Und, das müsste ich mal ganz kurz regeln, da mache ich hier noch ganz kurz den Stapel voll. Jo, da werde ich angeschrieben von ihm. Ich hol mal in die Aufnahme rein, was hört er dann davon? Hallöchen, Vendetta! Du bist gerade voll in meiner Minecraft-Aufnahme geplatzt, ja. Hast du das gemerkt? Nein, hab ich nicht. Du hast mich auf Facebook angeschrieben und dann bin ich mal angekommen. Ja, das habe ich gerade erklärt. Video im Hintergrund gerannt. Das habe ich gerade erklärt, dass ich dich angeschrieben habe, du sollst mich doch wieder anschreiben und dann mir nicht ziemlich in die Aufnahme gesprungen bin, weil ich gedacht habe, du kommst so schnell nicht online. Ja, wir sind hier gerade bei Minecraft und ernten Bäume. Es ist wirklich sehr spannend. Ich kann mal gucken, wie lange das jetzt noch geht. Es geht noch 30 Minuten. Du kannst ja mitkommentieren, wenn du möchtest. Klar. Du siehst auch besonders viel, grad, was ich gerade tue. Das ist besonders gut für dich jetzt. Ja, ich habe aber auch gerade aufgenommen. Hast du gerade aufgenommen? Was hast du denn aufgenommen? Dadurch, dass ich mein MP2 ja nicht hochladen kann, weil ich ja einen Fehler habe in der zweiten Folge von mir. Ja, du hast allgemein ein paar Fehler. Ja, das weißt du ja noch nicht. Aber ich habe jetzt ein Wimmelbild-Spiel, das play ich jetzt wieder. Aha. Und zwar Nightmares from the Deep. Ja. Macht ja noch Werbung in meinem Kanal, das gibt's ja gar nicht. Tja, wer möchte, kann gerne mal rüberschauen. Vielleicht kriegt's der Vendetta ja hin, diesmal pünktlich jeden Tag einen Let's Play rauszuhauen. Aber das Vendetta ist. Muss es noch rennen? Vendetta ist der Typ, der da macht, wann er Lust hat. Ist ja auch nicht schlimm. Es gibt wirklich Tage, da hast du echt keinen Bock, irgendwas hochzuladen. So, und besonders mit einer Bombe. Naja, hochladen nicht, aber es gibt. Also, das kenne ich ja sehr persönlich auch. Dass du wirklich Tage hast, denkst du dir, nee, jetzt aufnehmen, kein Bock. Hatte ich zum Beispiel, was haben wir heute? Heute ist Samstag.
Am Freitag hatte ich, nee, am Donnerstag hatte ich das, da hatte ich Teilschicht und da wollte ich, also da ist arbeiten, dann 4 Stunden frei, dann arbeiten und dann hast du wieder, dann ist Schluss.